Gab es bestimmte Vorschriften, die Sie beachten mussten? Ja, es wurde eben diese Nachtruhe beenden, aufstehen, Betten machen, dann die Zelle sauber machen, dann nur auf dem Hocker sitzen, auf diesen eingemauerten Dingern da. Ne? Zwei hatten die Hocker, einer musste im Klo sitzen. Waren ja nur für zwei Mann eigentlich die Zellen gedacht. Ne? Durfte sich tagsüber nicht aufs Bett legen, alle solche Sachen. Nachts gab ja auch Vorschriften, ne? Es gab eine bestimmte Liegevorschrift. Ja, die Hände mussten immer zu sehen sein. Na, auf dem Rücken Hände, und Hände oben ja, drauf. Ja, und die Hände mussten zu sehen sein. Und wenn man sich dann drehte, Hände waren nicht mehr zu, dann weckten die einen. Na, musste man sich wieder so hinlegen. Schlafen Sie heute auch noch so? Wie? Schlafen Sie heute auch noch so? Ja, meistens. Hände auf dem, nicht unter der Decke, sondern meistens habe ich das höchstens, dass ich sie mal hinter den Kopf nehme. So schlafe ich heute auch noch, ja.